Hallo liebe Babypforte-Community, mein Name ist Göstinghoff, Dr. Heidi Göstinghoff, ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Dieses kleine Organ ist nicht nur enorm wichtig für viele Stoffwechselvorgänge, sondern spielt auch eine große Rolle beim Kinderwunsch und bei der Schwangerschaft. Im Prinzip machst du so als Screening den TSH-Wert. Du guckst, wie der TSH-Wert ist. Ist der TSH-Wert im Normbereich, dann ist die Schilddrüse auch meistens im Normbereich. Ist der TSH-Wert zu niedrig, dann spricht das für eine Überfunktion, und wenn der TSH-Wert zu hoch ist, dann spricht das für eine Unterfunktion. So kannst du relativ schnell feststellen, wie es um deine Schilddrüse bestellt ist. Wenn du jetzt schon eine Schilddrüsenerkrankung vor der Schwangerschaft hast, macht es durchaus Sinn, in der Schwangerschaft etwas häufiger den TSH-Wert abnehmen zu lassen, weil der Bedarf an Schilddrüsenhormon in der Schwangerschaft deutlich erhöht ist und du dann die Medikamente anpassen musst eventuell.